Hallo und herzlich willkommen zum Großen Hund und ich Adventskalender an Tag 6. Heute üben wir etwas, das für die meisten Hundehalter das Allerschwierigste ist, und zwar den Rückruf. Warum ist das das Schwierigste? Na klar, wenn man so im Garten ist und irgendwie ein dickes Stück Fleisch in der Hand hat, dann ist ein Rückruf kein Problem. Aber wenn man draußen ist, vielleicht einen jagdlich veranlagten Hund hat und da ein Reh rumläuft, wenn der Hund andere Hunde sieht, mit denen er spielen möchte, was es auch immer ist, dann wird der Rückruf schwierig. Und deswegen muss man das verdammt lange üben, bis der Hund tatsächlich auf Anhieb zurückkommt, auch wenn die Ablenkung riesengroß ist. Anfangen tut man das ganz leicht. Man setzt den Hund ab. Du siehst schon, man muss das Kommando "Bleib" dafür geübt haben und ruft den Hund. Hier! Super! Am besten, man sucht sich ein Wort, das man gut langziehen, gut laut sagen kann, wie das Wort "hier" zum Beispiel. Gut ist auch, wenn man dabei einfach die Arme ausbreitet oder in die Knie geht. Das sind alles Dinge, die den Hund dazu animieren, zu dir zu kommen, ja? Während wenn du dich aufbaust und auf ihn zugehst, es ihn eher ablockt. Ich zeig's nochmal. Babys! Das ist eine Variante, wie du es üben kannst. Auch dabei gilt natürlich die Distanz aufbauen, immer und immer wieder üben. Du kannst es aber auch mit der Pfeife üben. Das ist auch ein ganz hervorragendes Mittel, um den Rückruf zu üben. Komm her! Komm her! Aus! Ja, ja. Sitz! Bleib! So kannst du langsam Schritt für Schritt den Rückruf aufbauen. Denk dran, es dauert wirklich lange, bis der Hund das kann, und du musst die Ablenkung immer weiter steigern, damit das versteht. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Kommando. Auf Wiedersehen!